willkommen hier bei der flotten Ouvertüre von unserem Wintermärzmengen, Temperaturen, Stimmen, das gut kalt fehlt, aber vielleicht noch ein bisschen Steigschmengen, das den aber auch sicherlich nach Köln wir bald voll. Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier, wie gesagt, bei dieser flotten Ouvertüre. Das ist gut, dass es sozialreich auch kommen sieht, weil Englisch Christtag steht für unser Dir. Das sind immer ganz, ganz flotte Momente verbunden. Und schwingen diesen Wintermärz, den engerseits halb der Gemengeplatz ist, wo aber auch effektiv rundherum mit Kirche der Mittelaltermärz ist, aber auch Schalle sind an der Niedrigstgasse, respektive aber auch auf der Platz am Dorf, am ganzen 65 Stern, 57 Schalle mit ganz, ganz vielen schönen Produkten und auch Produkte an schwingen, dass er doch flott ist. Wenn ich gerne will, engerseits mit Familie, respektive mit den Freunden hineinkommen, für flotte Momente zu verbringen, weil hier live sehen, also aber auch gesucht. Ich meine, dass aber auch solche flotte Momente, als wir noch für Christen, Kartoffeln effektiv auch können zu kaufen. Aber ich bin auch froh als Gemeinde, dass man natürlich auch der Zeit zusammen auch Mama Handicap-Initiativ und auch Mama Geschäftsverband zusammen können organisieren. Auch sie sind bei der Ouvertüre, wie gesagt, dabei. Das ist eine ganz, ganz festliche Stimmung, das ist auch eine besinnliche Ambiance, das ist auch eine flotte Animation und dafür eigentlich auch aber von dieser Platz aus, wie das man wissen, natürlich, dass diesen Wintermärz ohne als Vereine nicht möglich für ganz, ganz große Merci und alle guten als Vereine, weil sind sie, die am Kader von Benevolat diesen Wintermärz auch, wie gesagt, um Leben erhalten und natürlich auch die flotten, wie gesagt, mittelalterlichen Deal. Und ich meine, dass das ein ganz, dass das auch eine flotte Tradition ist und da wurden erfolgreiche Rezepte, dass man eigentlich hier zu denen, weil wir wissen, dass nicht nur Diedlinger hier kommen, mehr auch, wie gesagt, Leute und auch außerhalb von Diedlinger, weil man eigentlich so wissen, was sie hier um Diedlinger Wintermärz auch dementsprechend fanden. Wir haben aber auch probiert, an Spengen, auch wenn wir heute hier sind und auch können zu feiern, wissen wir, dass eine Reihe 30 Kilometer von hier wäscht, verschiedene nicht so die Chancen und dadurch aber auch eine Energiekrise. Dann haben wir natürlich auch als Stadt Diedling einen kollektiven Effort gemacht, auch am Kader von diesem Wintermärz, wie auch am Niveau von Heizungen respektive, aber auch vom Eclairage auch eigentlich alles mit anzubringen und effektiv auch auf ganz so bei den Luden rübergeklommen, respektive aber auch die Luden im Kreschmärz, die nicht mehr im Zwar mit, das sind mehr Fünne, wo er effektiv auch da Sachen reduziert, bis wie gesagt 23 Uhr. Ich meine, dass das, was wir dementsprechend auch können, abbringen. Ich hoffe also, dass an den nächsten Tagen und Wochen viele Leute wem auf den Link fanden. Und wir sind aber auch froh, dass eine Delegation von Lepburg aus unserer Schimmelärsch-Gemeinde heute zu Diedling, als sie extra hinkommt, für die Ouvertüre von Schmerz mit dem Meister, den Witthold, mit seiner Frau, der Gemeinde, Sekretär auch mit seiner Frau. Dear Witthold, it's a pleasure to have you here. It's a pleasure to have our training city, the city of Lepburg, here. You with your wife, the secretary of the town hall with its wife. It's very pleased to have you here. As I said, you know that due to the COVID crisis, it was quite difficult to get in touch, but now with all the opening, with the measures and the possibility to travel, we are very pleased. It's a very big heart to have you here. Feel at ease, feel like at home here in Dudelange, so welcome in Dudelange for you before. That's a pleasure to have you here. Der Moment für den Wasser und dafür möchte ich mich probieren, dass wir alle Götten heute Tanz zusammen drauf setzen und dann lass du. 3, 2, 1, go! C'est fou, hein? Allez,
dazu.